Ja, liebe Freunde der Sonne, Kanada, Qualifying. Es kann nur besser werden. Die Strecken sind breiter, ja, keine engen Mauern. Engen Kurven. So. Oh, strahlender Sonnenschein, nur noch strahlender Sonnenschein im Rennen und im Qualifying. Nice. Okay. Gucken wir uns das Setup nochmal an. Vielleicht kann ich da irgendwie mal ein bisschen was ändern. Ja, ich hab's. Momentan ist es ruhig auf der Strecke. Vielleicht sollten wir ein paar Runden absolvieren. Was? Ja, was schon. Ja, ja, ja. So. Ich probiere ein Setup aus, was ich noch nie probiert habe. Das wird gar nicht die. Wie kann ich sein? Kann ich das einstellen? Ach da. So. Okay, ein neues Setup. Kann losgehen, sobald du bereit bist. Nicht rausfahren. Nein. Zu viel Verkehr. Fuck. So. Gott, so kann ich nicht fahren. Nein. Wow. Nein, so kann ich nicht fahren. Ah, die fahrt auch schon. Oh ja, okay. Ja, ja. Oh, sofort in die Kurve. Oh, nee, nicht sofort in die Kurve. Kannst erst später übernehmen. Ja, nee, nichts mit übernehmen, aber danach in der. Volles Grün. Eigentlich. Ja. Ja, es geht eigentlich. Oh Gott. Oh, wir haben eine richtig lange Gerade. Das üben wir nochmal. Oh, ich erinnere mich an diese Strecke jetzt. Die sind wir schon gefahren. Ah. Ja, super. Ja, ich habe abgekürzt, ich weiß. Nee, muss ich sich denn da. Muss die TV-Kamera nehmen. Ja, das ist besser. Ja, das ist viel besser. Bisschen Rennfeeling auf ihn. Sie startet mit einer. Guck, mein Teamkollege hat die Schnellzone. Hatte die Schnellzone gefahren. Junge, das übertreiben sie aber alle. Oh, was ist das für eine Kurve? Alter. Muss man da dann abbremsen mit? Sehr früh. Ja, ich bin jetzt. Sektor 3 mag ich. Ich nicht. Auch nicht gut genommen. 1,15 schaffe ich nicht. 1,16, 1,17. Ich bin P6. Oh Gott. Was machst du da, Felix? Oh Gott. Oh! Huh! Oh, meine schnelle Runde ist im Arsch. Ich auch meine jetzt gerade. Ich bin Time Master fast hinten drauf gefahren. Ich bin in die Mauer gefahren. Jetzt bin ich Time Master in die Mauer reingefahren. Ich bin 17. Da, hinter dir. Boxenstopp. Ich muss ja. Mit dem Flügel und dem Fahrer vor mir. Ganz vergessen, dass ich ja nicht ewig Benzin habe.
komm, stimmt. Aber die Boxen. Boxenstopp ist nice. Kannst du einfach geradeaus in der Kurve weiterfahren. So, mit Vollspeed. Mit voll Carraro rein in die Boxe. Was bin ich? 12. Oh, gut. Also. Ja, ich sag ja, das. Die Kamera an sich ist eigentlich ganz nice. Die gibt dann ein besseres Feeling, wie man fährt. Jetzt zieht er uns alle ab. Cockpit yes. An sich meinst du, oder? Ja, ich hab diese TV-Kamera an sich über dem Cockpit, bisschen über den Cockpit. Ah, die. Ja, die ist auch gut. Ja. Ja gut, jetzt hab ich kein Benzin mehr. Shit. 97. Komm schon, einmal raushauen jetzt. Komm schon. Lass mich raushauen. Alles fertig. Alle überholen. Oh, ich sehe gerade. Nee. Ich hätte das Benzin noch ändern sollen. Hab ich schon. So, und wieder raushauen. Kotflügel gebaut. Auch Kotflügel kaputt gemacht? Ja, ja. In die Mauer gerannt. Boah, Alex, das hat mich von hinten angeguckt. Ja, ich bin ausgerutscht in der Kurve, genau nach dem Start. Oh Gott. Das spawnt einfach mal in mir Wehrlein. Ich bin mich erschrocken. Wie sich das hier ist, trotz kein Benzin mehr auffüllt. Okay, ich kann es sogar aktivieren. Nice. 86 fahre ich jetzt. Wow. Sieht man schon eine Uhr, wo, wenn das Rennen, das Qualifying aufhört? Nein. Nee, da, 5 Minuten. Ja. Genau. Jetzt, genau jetzt. Das heißt, ich kann. Dann habe ich noch Zeit für eine schnelle Runde. Ja, ich könnte auch noch raus. Oh, wenn mich Ocon nicht stören würde jetzt, ne? Ich hoffe nur nicht, dass das ganze Dings da raushört. Und wenn ich gerade vorbeikomme. Komm schon, Ocon, gib Gas! Gib Gummi da! Hey, jetzt gibt der Gummi. Ich will mich noch einmal verbessern hier. Vollsprit. Oh ne, ich hab's verkackt. Ich hab die Kurve. Na egal, ich fahr noch eine Runde. Es gibt nur einen Platz mit der Rasse. Ja, die eine lange gerade, ne? Genau. Also komplett Sektor 3 quasi. Du hast dich verschlechtert. Ja. Du bist jetzt auf P9. Oh, P10. Oh, Mist. So. Jetzt noch einmal schnell rausfahren. Oh. Ich sollte auch bremsen in der Kurve. Ja. Komm schon. Ja, Vorteil half. Okay. Solange ich keine Strafe bekomme, alles gut. Ich, in der Kurve lasse ich Zeit, das ist echt kacke. Kurve.
2 Minuten. Eine noch. Komm, einmal noch. Eine Runde noch. Ja, das wird nix. Nee, das wird nix jetzt, wo die alle rauskommen. Ja, jetzt muss ja Ned auch noch vorbei, das wird nix. Ich bleibe 10. Oh, das kann nicht als Abkürzung. Ja, 8. Ja. Ja, wenn man freie Bahn hat, kann, ja, man sich auch noch mal kann man sich auch noch mal verbessern. Ey. Ich hatte immer einen vor mir. Das war geil. Voll angestrengt. Erst Teilmaster, jetzt Ocon und dann Bad Barras. Ich hab jetzt Wasser vor mir. Du. Wow. Und? Fuck. Wie, was? P1. Ja, P1. Nee, ich bin zu schnell in die Box gefahren. Achso. Oh, ich sehe dich da in der Kurve stehen. Ja. Oh. Weil ich dann Alonso irgendwie vorbei wollte und da kam ich der Mann zu nah. Chance. Die Fallen beendet. Ja, danke. Oh, wenn die Runde, wenn die Zeit noch zählt, im Moment eine halbe Sekunde verbessert. Du hast noch 2 Minuten 41. Schick an. Korrekt. Wie cool. Ich weiß nicht, ob ich meine Zeit noch verbessern kann. Das war schon sehr anstrengend. 6. Was? Oh, ich fahre nicht mehr. Sechzehn acht vier neun. Basas 11. 1:17. 2:38. Timemaster 1:21:226. Ja, hätte ich die Runde zu Ende fahren dürfen, wäre es sicherlich besser. Das war wieder unlucky. Das Blöde ist, Verstappen ist direkt neben mir. Geil. Perez ist 4. Vettel 3. Bottas 2. Hamilton natürlich 1. Wie war es auch wieder seine Ex-Brust fährt? Ja, danke. Ja, natürlich. Team aber Sauber ist vor Time Master. Ja, genau wie. Mein KI überholt einfach nochmal hier. Kein Problem. Ich glaube, ich sollte das KI-Auto fahren lassen. Ja. Aber wie er überholt hat, ey. Außen in der engen Kurve. Kann man machen. Regen. Echt jetzt? Ja, in 15 Minuten. Ja, toll, in 15 Minuten. Hey, aber das interessiert uns ja morgen nicht. Achso, lol. Boah, du hast mich schon Schrecken angejagt.
Ich hab da extra geguckt vorher. Ich hab extra auf trocken eingestellt. Nee. Ich kann nicht zu Ende fahren. Scheiße. Nee, natürlich nicht. Ja, schauen wir mal einmal kurz rein. Nein, gar nicht. Hamilton natürlich erster. Bottas, Vettel, Perez, Verstappen. Ach, wie interessiert. Drück weiter. Drück weiter. Dann hast du als Elfter. Teamkollege ist direkt dahinter, als Zwölfter. Oder direkt daneben, ihr gesagt. Oh. Boah, Raikön ist nur 16. geworden. Wie ist aber ignoriert, ne? Auf ein gutes Rennen, würde ich sagen. Nein. Besser als in Monaco. Ja, das könnte es gut sein. 35 Runde. Das soll ja Kupplung vor allem. Oh, Wehrlein Fahr halt. Ich hoffe, ich geh mal besseres Internet werden. Komisch, das haben die, die ganz vorne sind, die haben das nie. Ich hatte das bei Magnussen. Na gut, der ist so Mittelfeld, ne? Ja. Ne, er war 9. im letzten Rennen. Und da habe ich das gesehen bei ihm. Vielleicht ist das auch der Schwierigkeitsgrad. Wer live fährt jetzt, alle wir kennen, ziemlich schlecht. Kann ich mir gut vorstellen. Aber Team Sauber ist eigentlich generell das Schlechteste. Ja. Vielleicht kann ich ja was reißen. Ja, mal was. Puh, jetzt erstmal der Start. Der schmeißt erstmal alles um. Ja, mein Handy. Die restlichen Fahrer nehmen ihre Positionen. Da ist Basa. Antwort dann. Was? Wow, wie viel Start hatte. Au! Kupplung. Einer rannt mich sofort ein. Kuwait. Wir sehen geringfügige Schäden am Frontflügel. Schon der ist Wagen, in mich, also. Kurz, ja. Wollen nicht, dass es sich verschlimmert. Hallo, Verstappen wieder, ne? Ich hasse den. Der wollte mich in die Wand schieben. Das scheint dich auch nicht zu helfen. Geiler Fahrer. Und wegen ihm habe ich auch schon gelben Kotflügel, ey. Master. Massa hat bei mir jetzt den WLAN zeigt. Ja, bei mir hat Ocon. Jetzt lass uns darauf aufbauen. Er hat heute jetzt kriege Strafen. Wer leid. Ja, super. Bremsen denn bitte die Bots in den... Oh,
Nein. Wir haben die Strategie nicht. Alter, war der knapp. Jetzt habe ich auch noch den Ruf abgekürzt. Super. Ich hab sie. Was abgekürzt? Ach, Ericsson. Wie fährst du? Oh Gott, ich kann nicht mehr. Ich fahre im Moment noch nicht so gut. Alter, nicht so wie im Qualifying. Ich bin Sechster. Ich bin Zehnter. Ich war Fünfter, aber Verstappen hat mich fast in die Bande gedrückt. Und musste ich dann vorbeilassen. Okay. Sonst hätte er mich fertig gemacht. Jetzt kriege ich keinen Anschluss gerade. Ah, du bist dann der, der vor mir fährt, oder? Ja, natürlich. Okay. Selbstredend. So jeder hier so abbremst wie ein... Ja, diese 360-Grad-Kurve. 180-Grad-Kurve. Da bremsen die echt komisch. Scheiße. Hamilton, schnellste Runde. Was das wird bei mir so wie man schlechten WLAN hat. Vor dir in der DRS-Zone befindest. Das glaube ich aber keine Verwarnung bekommen. Oh, jetzt muss ich den Qualifying. Den Qualifying konzentrieren. So, ich ja nächste Sekunde. Hinter ihm, ich weiß nicht. Ich kann auch nicht gucken. Oh, der was in den Massa zu überholen. Der nervt so langsam. Ah! Scheiße! Okay, geh sanfter mit dem Wagen. So viel Schaden verträgt er auf Dauer nicht. War eine gute Möglichkeit. Ich weiß schon, warum die alles so abbremsen. Ich kann DRS, wegen zu weit weg. Ich krieg leider auch kein DRS. Oh, Massa! Der Massa fährt mehr permanent ins Rad. Ja, so fahren sie halt, ne? Kürze der Strecke hab ich gerade. Ja, ich hab mich jetzt komplett gedreht. Wegen Massa. Oh, dann brauche ich mich ja jetzt nicht mehr ganz so viel Kraft. Oh, nicht schlecht, ich bin 16. Ich hab raus, Massa ist raus jetzt. Ja, ich hab's gemerkt. Ja, er hat mich gedreht. Er wollte mich einfach nicht vorbeilassen. Per Prinzip. Alter. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie jetzt haben. Jetzt muss ich alles wieder aufholen. Wie viele Position bist du denn jetzt? 13. Ich war 10. jetzt. Ach so, okay. Aktuelle beibehalten. Bestätige. Oh, ich hab jetzt Flüge kaputt. Ich auch schon seit Anfang an. Ich fahr so weiter. E-Quert holt mich wieder auf. Fährt einer ich hab der Ass, das ist geil. Komm gerade nicht an Verstappen rein. Ja, super. Ja, ich weiß. Ja, super. Zeitstrafe. 3 Sekunden. Geil. Weil ich komme in den Kurven nicht so gut klar wie in der Quali. Fuck. Der Abstand zum Auto von dir beträgt 3,4 Sekunden. Ruhiger. Fahrer vor mir. Der Abstand zum Auto ohne Druck. Vor dir beträgt 3,4 Sekunden. Um
11. Platz. Was fahr ich hier für Mist? Oh, ich sehe hier in der Kurve Teile liegen. Ja, die lagen da schon die ganze Zeit. Okay. Schlimme, die hinter mir kriegen immer DRS. Ja. Ich weiß zwar nicht, wer ja quert muss das sein. Der hinter mir ist. Der ist aber dicht hinter mir. Ach, und das gilt diesmal nicht als Abkürzung. Doch, bescheuert hier. Dumme Kennleitung. So, jetzt komme ich gerade ganz gut klar. Oh. Immer wieder. Mit wie viel Abtrieb fährst du, Alex? 5. Oh, okay. Was? Kollision? Verzeihung, wenn der in mich reinfährt, kann ich ja wohl nichts dafür. Aber dann bekomme ich wieder wenigstens DRS, wenn der vor mir fährt. Fahrer vor mir. Ich kriege von Hülkenberg vielleicht. Yes. Sie bauen ihre Führung auf 6 Zehntel pro Runde aus. Nächste Runde. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,20,2. Nein, kein DRS. Fuck. Okay, das Boxenstoppfenster hat sich geöffnet. Das Boxenstoppfenster ist jetzt offen für dich. Ich kotze bei dieser Kurve. Bei der 180 Grad Kurve? Nee. Nee, vor der, bei der nach dem Ziel. Genau die. Da rutsche ich immer über den Boiler und dann rutsche ich über die andere Kurve drüber. Hülkenberg muss dran glauben, ne? Alex. Ja, und ich bin raus. Hä? Ich war was? Ich bin in die Wand gefahren. Nein. Lief doch ganz ja. Gut eigentlich. Hülkenberg musste dran glauben, alle. Nö, sehe ich nicht. Ich hab ihn mal überholt. Jetzt ist Alonso dran. Oh, fährt in die Box. Ja, da dann kommt schon. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 9,3 Sekunden. Geil. Was 1,8 Sekunden? Der Hintermann. Ja. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 4,2 Sekunden. Ey, Verstappen hat ein zu gutes Auto, ey. Ich komm da nicht ran. Ja, in der zweiten Saison nehmen wir dann die Top-Teams. Ja. Oh, Renault, ich glaub nicht. Kannst einfach nicht so viel reißen, wenn das Auto nicht gut genug ist. Deswegen habe ich Red Bull. Ja. Ja. Ja, ich bin immer noch besser zu. Der Red Bull rutscht mir auch zu sehr. Also deswegen habe ich den. Der rutscht auch. Aber er rutscht nur bei mir, wenn ich ihn auf Abtrieb 2 habe. Und ja. Das fahre ich gerade. Abtrieb 2?
Ja, ich bin so schnell, aber ich rutsche. Tipp 2 ist auch ein bisschen extrem, oder? Nö. Ich bin schneller als jeder im Moment. Das ist geil. Also ich habe noch keine schnellste Runde von dir gesehen. Nee, das nicht, aber ich komme an jeder dran im Moment. Aber wenn du in der Kurve rutschst und da die Zeit dann dann na, wieder weglässt, dann... Ja, kurz wegen kaputt, dann rutsche ich sicher. Lol. Okay, jetzt muss ich in die Box. Scheiße, jetzt ist es ganz rot. Oh. Das war ein bisschen zu weit drüber. Boxenstoppfenster. Wir haben noch Benzin für etwa 26 Runden. Wir haben etwas mehr Sprit als geplant. Wir können etwas Sprit verheizen. Okay.